pure Freude zunächst beim FSV Mainz 05. Nach gut 20 Minuten lagen die Gäste schon mit 2 Toren vorne. Aber dann kamen die Leipziger und ruinierten den Mainzern den Sieg. Zu Beginn der Partie kamen die Mainzer besser ins Spiel und zwar viel besser. Pablo de Blasis stand da mal wieder goldrichtig. Dieser kleine Argentinier macht einfach, was er will momentan. 1:0, man kann eigentlich auch schon sagen, der Messi der Bundesliga, Pablo de Blasis, nach 10 Minuten macht er das erste Tor. 20. Spielminute, es folgen 10 Minuten später wieder die gleiche Aktion vom gleichen Spieler. De Blasis mal wieder, 2:0. Und es ist mal wieder so ein toller Abschluss von Pablo de Blasis. Und da hatte René Adler keine Chance. Aber was war denn bitte mit Leipzig los? Das fragten sich hier wirklich jeder. 26. Minute, Diego Demme sucht und findet Werner, der legt aber auf Pausen und dann war auf einmal Leipzig wieder da. Der Anschlusstreffer für die Leipziger, das ging auch vollkommen in Ordnung. René Adler konnte da nichts mehr machen und es trifft mal wieder Paulsen. Übrigens trifft fast in jedem Spiel Paulsen oder Werner oder manchmal gleich. Also beide. Hier trifft zunächst erstmal Yusuf Paulsen und jetzt gucken wir mal auf die Mainzer. Was machen die? Die bauen die Führung weiter aus. 1:3 und es ist Muto, der hier das Tor macht. Jetzt denken sich die Mainzer, eigentlich kann hier doch gar nichts mehr passieren. Jetzt kann Leipzig eigentlich nichts mehr machen. Aber da lagen sie sowas von falsch. Denn die Leipziger kamen wieder mit Bruma, der von Beginn an ran durfte. Sieht und findet in der Mitte Timo Werner. Und das ist es nämlich. Timo Werner und Yusuf Paulsen, die treffen beide in einem Spiel. Und somit gibt es hier eine riesen Torparty für die Leipziger. Timo Werner, sein 8. Saisontor für den deutschen Nationalspieler und es folgt auch die 76. Spielminute wieder Werner. Werners kennen wir ja, tanzt gerne Spieler aus und macht somit auch das 3:3 klar. Also Leipzig in einem Superspiel. René Adler war noch unglücklich mit den Fingerspitzen dran, trotzdem brachte Timo Werner den Ball im Tor unter und somit holte auch den Punkt für die Leipziger. Am Ende blieb es dann beim 3:3 im Super-Aufeinandertreffen zwischen Leipzig und dem FSV Mainz 05 am Ende.